Hallo und herzlich willkommen hier, zwei weitere Folge hier in Thüringen. Ja, weiter geht's mit Ballenpressen. Hat er mir zu oft gemeldet, er kann nicht weiter. Und da ja der Tag ja alles durch ist, ja, ich müsste noch ein Feld mit Gärreste ausbringen, ne? Aber das machen wir morgen hingeben, nachdem wir hier gepresst haben. Und dann geht's auch los, ne, mit Mais, ne? Endlich Mais, ne? Hab ja lange das ein bisschen immer mal erwähnt, aber wie gesagt, die Vorarbeiten. Oktober ist der erste Monat, November ist der zweite. Und ja, die erste Grassilage geht schon mal, ist schon mal drinne. Der erste Bunker ist fertig. Ist mittlerweile auch schon eine Weile her. Das waren ja unsere Felder, wo jetzt Weizen oder Gerste waren, das weiß ich gar nicht genau. Den Roggen kann man nicht, Grasschwatt kann man nicht herrlich werden, ne? Das geht nicht. Kannst überlegen, mit globalen Markt, ne, das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Hier müssen wir noch Felder kaufen, das ist schon eins fest. Im Winter würde ich ein bisschen Holz machen. Holz verkaufen, also nicht groß produzieren, immer nur Holz verkaufen. Entschuldigung. Die Sommer sind furchtbar, immer so heiß. Im Winter kommt das große Frieren. Na, ich friere sowieso nicht. Bin eher Typ, der ein bisschen kühler mag als zu heiß. Braucht das nicht. Ja, also mit Fütterautomat, das muss nicht drin stehen normalerweise. Wenn rauffuttert, das ist Unsinn. Ich mache mal mit Roboter. Da ist er ja automatisch. Oh, Lichter machen, ne? War dunkel. Aber wie gesagt, die Grasballen müssen fertig werden. Denn sobald wir nachts schlafen, geht ja die Zeit vorwärts und dann würden ja die Ballen hinterher hängen. Ne? Am halben Tag ist schon viel, ne? Einige Stunden jedenfalls. Gülle müssen wir noch reinfahren. Aber Gülle reicht am Ende sowieso nicht aus. Von daher ist es halb so wild. Deswegen überlegen wir noch, ob wir Rinder zu kaufen. Aber im zweiten Stall, der andere hat ja höchstens 60 Tiere, das wäre ja Unsinn, ne? Und wir kriegen ja mehr Kälber. Höchstens, ob wir die Bullen umsiedeln näher, ne? Im nächsten Stall, aber ich bin mir jetzt... Also vom Logischen her, wenn man jetzt Fleisch haben möchte oder Fleischrinder verkaufen möchte, dann kauft man sich männliche Tiere, weil die wird allgemein kräftiger und setzen mehr Fleisch an. Stärken, Kühe, die sind nicht so groß. Das ist so. Bei Schweinen ist das ähnlich. Aber da sind die eben eh kastriert. Also das ist im Normalfall. Also ich hatte mal gefragt, warum er das macht. Es soll am Geschmack liegen. Also ob das so ist, weiß ich nicht. Es kann aber auch ein Grund sein, also da wird aber eher sein, dass die Tiere ja praktisch frei laufen. Und wenn sie dann geschlechtsreif wären, ja, kann sein, dass sie auch aggressiv werden, weil sie entsprechend auch ja nicht nur rankämpfen, sondern sich sicher das Recht der Fortpflanzung im Prinzip. Und Eber in der Wildbahn sind ja auch Einzelgänger, ne?
Möchte keinen draußen begegnen. Im Normalfall halten die Tiere Abstand, ne? Sei da man quer zufälligerweise deren Route oder so, ne? Also vorsichtig zurückgehen, ne? Die sind ja wehrhafte Tiere und die haben ja scharfe Zähne, kann man sagen, nicht wegen Beißen, sondern sie können dann schon tiefe Wunden in der Beine reinreißen, ne? Bin nur noch kein Überbegegner, muss man so sagen. Wo ich 15 war, das ist lange her, bin ich mal mit Moped gefahren durch die Wirtschaftsweg, durch die Torfwiesen nach Hause. Und das ist mir eine Sau mit ja schon Läufe, also halbstark kann man sagen, ne? Schon ein bisschen größer vorbeigelaufen, richtig auf den Zahn. Weiß gar nicht, wo die hergekommen sind. Was kam sie aus einem Stück Wald über einen Plattenweg. Oh, interessant. Ich moped umgedreht und die Richtung, die wo sie hin wollten, habe ich mir ungefähr erahnt und dahin gefahren und weiterlaufen sehen, ne? Also wirklich, die waren irgendwie auf Flucht. Normalerweise gehen die gemütlich, ne? Also die vergeuden keine Energie. Aber Wildschweine können schon schön Schaden anrichten. Ich war jetzt bei uns zu Hause, dicht zu Hause, gab mal so ein Maisfeld. Da hast du früh gehört, wenn sie da ist so eine Ecke, die ist ein bisschen feucht, das ist so eine Kuhle, so eine Senke. Und wenn das da ein bisschen viel Regen fällt, dann sich da ein bisschen Wasser. Und Schweine mögen das, ja. Dann suchen die sich drinne und dann hast du gehört, ne, wie sie quietscht und oh jo. Die Sonne geht rot unter. Wahnsinn. 6:30. Das baue ich auch schön an. Ich habe auf Gaspedal. Ja, ist schon mal ein schöner Anblick, ne? War so ein Spiel auf HDR. Windows rechnet das ja hoch bei Windows 11. Wer so einen Monitor hat, der kann das dann auch entsprechend für sich darstellen. Leider geht es beim Bearbeiten verloren. Ich habe es zwar probiert, das Bearbeitungsprogramm, das kann es normalerweise, den Farbmodus, aber leider beim Hochladen und bei YouTube kommt das nicht so HDR-mäßig an. Wenn ich jetzt HDR, also nur das Video hochlade, dann ist es auch HDR. Aber nur dann. Da wäre der ganze Vorspann und etc. mit der Folge halt nicht da. Das wollte ich eigentlich nicht. Was ich mal probieren wollte, ist, dass man im Video dieses Vorspann abspielen könnte. Ich weiß gar nicht, ob man über OBS das könnte. Ich glaube über Studio. Ich müsste mir mal Zeit, also die Zeit läuft ja jetzt weg, ne? Ja, ich kenne niemanden, der jetzt Umgebung sagen könnte, ich komme mal kurz rüber und mach dir was fertig oder zeig dir, wie es geht. Wenn du einmal gesehen hast, dann kriegst du dir auch in der Reihe, ne? Aber muss er mal gesehen haben, ne? Ich muss noch beim Silo näher das aktivieren, dass er auch fermentierte Silage annimmt, ne? Und Mist fahre ich morgen rein. Die Runde fahren wir noch, da wird geschlafen. Dann fahren wir Mist rein. Der Rest Silage. Mist und Gülle fahren. Wie gesagt, Mais ist eigentlich in dem Sinne erst im November vorgesehen. Aber ich mache es früher, dass nicht das eng wird, ne? Wo bei 0,5 passiert ja auch nichts.
soll da passieren, ne? Dritte Folge heute, na gut. Bin ein bisschen Zeitplan voraus. Naja, und darf nicht vergessen, nächste Woche arbeiten, das wird ungewohnt. Gut, Spätschicht kann jetzt zumindest ausschlafen. Trotzdem ist es eher ungewohnt. Ja, ist halt so. Immer gehen schönen Tag immer vorbei, ne? Und dann ist ja auch bald wieder September. Ja, September, Oktober, fast wieder Weihnachten. Ne? Mal sehen, ob ich Weihnachten zu Hause bin. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen gehabt. Man weiß ja nie, wie lange das noch geht. Ne? Ist aber stark wetterabhängig. Ich muss halt mal schauen, ob das Wetter ist da ganz wichtig bei. Also letztes Jahr ist ja umgeschlagen, mild. Hat er nicht so erwartet, aber wie gesagt, das ist unberechenbar. Ich habe es mal erlebt, nach Haus gefahren, da schon ein paar Jahre her, in Bayern. Plötzlich fängt an zu schneien. So, und wenn Minusgrade hast, bleibt da auch liegen, bis da der Räumdienst kommt. Bist du mit 80 gefahren, ne? Das war schon zu schnell eigentlich. Bei, wo die Straßen weiß waren, ne? War zum Glück nicht viel Verkehr. Ne? Bitte mal, das kommt ja leider auch vor, dass es Verrückte gibt, die dann meinen, sie müssen dann noch rasen, ne? Und die knallst dann irgendwo auf der Autobahn, dann stehst du im Stau. Und vor allen Dingen, dann stehst du im Stau und hinter dir ist nur Schnee und die kommt angebrettert, ne? Das ist die Gefahr, dass du unschuldig irgendwo mit reingerätst, ne? Und wenn du eine ganze Strecke mit Schnee hast, dann weißt du, dann 80 km/h, 400 Kilometer, das doppelt Zeit als sonst. Oder die dreifache Zeit. Sonst fahre ich aber 160, 180. Wenn die Straßen frei sind, ne? Und wenn sie nicht frei sind, 140, 150 in den Dreh, ne? Da, wo es erlaubt ist, dazu sein. Die Strecken, wo es nicht darf, die nehmen wir jedes Jahr zu. So. Letzte Runde. Ball haben wir schon gepresst insgesamt. 370. 71. Hm. Mal 5500, ne? Mengenmäßig. Dann durch 1000. Da weiß man genau, was man verdienen könnte über den Verkauf. Kopf juckt ein bisschen. Oh Mann. Spielen und vorher essen ist mal eine ganz gute Kombination, die man nicht machen sollte. Das mache ich ja auch ganz gerne nach der Frühschicht, also nach Haus kommen, Essen kochen und dann werden die Augen schwer. Eigentlich zu früh. Das ist besser, man nüchtern Magen noch 2-3 Stunden bisschen spielen und dann eher Essen kochen. Und dann noch Essen kochen und mehr oder weniger was in die Koje gehen, ne? Fast. Gut, man muss sagen, muss er wieder um 3:30 Uhr aufstehen. 3:30 Uhr.
Das wird sich auch nicht ändern. Hat auch einen Vorteil. Man ist schon 13:15 Uhr ist Feierabend, halbe Stunde, da brauche ich ungefähr. Lass ein bisschen Verkehr sein, haben wir das bis 14 Uhr zu Hause. Ne? Boah, die erste war wieder Spätschicht, aber das ist nicht so schlimm. Da bin ich um 10 zu Hause und kann nächsten Tag auspennen, ne? Also ausschlafen. Was ich plane, wenn das kommt, Icarus, für Freitag ein Livestream. Sagen wir 2 Stunden. Wenn eine neue Karte kommt, also die alte Karte werde ich nicht mehr spielen. Das reizt mich irgendwie nicht mehr. Ich habe es auch sehr lange gespielt, auch die Aufnahmen gemacht. Aber irgendwann hat sich das Ganze zu sehr Länge gezogen, ne? Junge, da kommst du mit einem Raumschiff und musst du laufen. Ja. Ist auch ein Auto bauen, ist ja auch so ein Ding, ne? Geht ja auch nicht. Aber so ein Mondfahrzeug, was die heute auch schon haben. Dass die Teile angeliefert werden, ne? So, wir sind fertig. Komm, einen Ball schaffen noch. Aber so viel ist gar nicht mehr hier. Wenigstens mehr. Da ist nichts. Höchstens in der Kurve. Vorne. Da was sein könnte. In der Kurve liegt meist da rum. Größere Mengen. Also die kleinen Dinger brauchen sie anfangen. 20%. Na, da auch noch ein bisschen was. Das wird nicht reichen. Ja, dann lassen wir es. Wir fahren nach Hause. Feierabend. Ja. Kurz einstellen, die Produktion, dass er annimmt. Die Silage und dann geht andere her. Ja, aber nächstes Mal. Mission mache ich denn da nicht. Uff, ja. So, hoffe alles funktioniert, ne? Ob das funktionieren würde, theoretisch, wenn mehrere Perspektiven dann aufnehmen könnte? Zur gleichen Zeit und trotzdem ganz normal spielen? War das. Ich habe ja neulich mal so ein Ding gesehen mit einem KI, dass die KI das schneiden tut. Das muss als Zähne Prinzip hinzubekommen. Aber das wird nicht funktionieren. Also ich würde mir jetzt nicht unbedingt mit 2 Kameras aufnehmen und dann links und rechts. Hat auch keinen Sinn, ne? Ich bin schon froh, wenn eine Kamera gut funktioniert, ne? 2. So, den fahren wir zum Hof.
Das können wir nicht wegräumen, naja, wenn die KI alleine fährt, ne? Mais. Anfangs die ersten zwei Runden wird dabei sein. Vielleicht drei vielleicht. Hier können wir hier abstellen. Zur Reparatur und waschen. Ich wollte noch vorher beim Dings einstellen. Bei der Produktion, dass das Ding läuft. So. Die ist schon drin, mit der Silage. Ja. Und der zweite müsste auch drin sein, ne? Ja. So, 100er, 200er, 300er. Silage, Nachgehre. Aktivieren. Klar, zum Anfang ist nichts drin. Er muss ja mal verteilen, ne? Also Rübenzel ist erledigt. Das ist jetzt vorne da. Dann müssen wir mal reichen normalerweise. So. Wir können schlafen. Bis früh um 7. Momentan voll. Damn dunkel. What? Aber du musst das so gehen. Also, Rohmetan ist voll. Lage ist er auch. Das bedeutet, wir müssen das verteilen. Wir brauchen. Wird aber zwei aktivieren. Und Gärreste. Gut, da ist auch Rohmetan voll. Da geht's auch nicht. Logisch. Da ist nicht da, das können wir gleich machen. War da schon mehr als 20.000 verbraucht, ne? Quatsch, mehr, nicht mehr als 20.000. So, momentan wird sich näher um 8 Uhr erledigen. Ein bisschen nachdenken. Kuhstall. Ja, es ist dunkel. Also früh um 7 ist noch dunkel. Also wenn ich nicht so gerechnet. War ja nicht gedacht, dass es Mist, können wir noch reinfahren. Happy Happy ist da. In 10 Monaten kommt Kelbe. Geld haben wir noch auf 84.000. Ach so, also in 5 Monaten kommen die Nachwuchs. Stroh ist noch da, Gülle haben wir 100.000. Heu, Silage. Silage würde ich reinfahren, sobald wir das hinbekommen. Ja, das sind die neuen Kühe, also die sollen aber zum Verkauf dienen, ne? Die haben wir zugekauft. Das sind nicht die Kälber von den Kühen. Das ist jetzt. So, ich brauche einen freien Traktor. Frei, frei. Der Fan war frei, ne? Beim Flug, der war frei. Den könnte ich auch nehmen. Da machen wir den sauber, ne? Erstmal waschen, reparieren. So, ja, gleich mal sehen. Das will Zeit ein bisschen schneller einstellen, ne? Das wird das Dunkle überspielen, ne? Mit Schlafen noch nicht geht, ne? So, repariert ist. Muss ja auch passen, wenn es hell wird, dass man da wieder Zeit auf normal einstellen, ne? Auf 5, ne? So.
Dann sind wir ganz schön. Acht Uhr geht dann los mit der BGH. Mal sehen, die zwei erstmal reichen, ne? Und dann fahren wir Gülle und Mist. Sollte eigentlich beides gut voll gehen. Immer die Ballenpresse da drüben mit zulegen. Das ist, glaube ich, der beste Ort. Hier ist so schön alles halbwegs eben, ne? So, erstmal Gülle verteilen. Zeit vergeht. Wahnsinn. Aber ich meine Zeit wieder reduzieren. Ich sehe mir schon wieder Stress auf mich zu kommen. Weil wenn wir so schnell sind, dann braucht er auch schnell und wenn er braucht, dann können wir gleich zeitnah wieder anfangen mit Befüllen der BGH. Und das wollte ich eigentlich nicht. Denn sobald es irgendwie hell ist, wollte ich eigentlich das ganz gemütlich machen, Anführungszeichen. Ne? Und wir haben ja auch Zeit. Ist ja nicht so, dass wir jetzt Stress haben müssen. Ach, genau. 4 Tage für. Mit heute sind es 5 Tage, wenn wir noch Mais machen. Ne? Beginnt bald. Das ist nur eine Wiese drin. Egal, ganz schön laut. Um 8 Uhr umstellt, ne? Ich sag mal, BGH, wenn man alles vergasen würde, was Abfall wäre, wäre es ja per Prinzip perfekt, ne? Muss man nur entsprechend jede BGH Einzugsradius haben, dass man im Prinzip alles reinballern kann, ne? Was noch verwertbar ist, ne?
Aber im Grunde Mais oder Gras, was als Futter dienen könnte, würde ich meinen, wenn ich eher, wo ich sagen muss, ist zwar ein schönes Geschäftsmodell, aber auf der anderen Seite müssen sie Futter importieren, das ist irgendwie dann unlogisch, ne? Das bietet keine Nahrungssicherheit. Sehr alles Zeit abgelaufen. Die halbe Stunde ist um. Länger soll es auch nicht sein. Schau, das soll schon vor der Wiesn sein. Ich sag mal schön Dank, dass Sie reinschauen. Ja. Ich auch. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.